Moin ihr Landratten und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kasi on Tour. Ja, in meinem heutigen Video soll es endlich mal um mein Foto- und Video-Setup gehen, welches ich hier an meinem Roller verwende, was ich zu meinen Touren einsetze. Und da werde ich euch auch ein bisschen was erzählen, wie ich meine Sachen eingestellt habe. Wenn ihr da Lust zu habt, dann bleibt einfach dran. Los geht's wie immer nach dem Intro. Also, viel Spaß! Ja, ich fahre jetzt mit euch in den Oehlendorfer Park in die Richtung, weil ich mir gedacht hatte, bei dem Wetter können wir uns auch mal gemeinsam draußen aufhalten. Dann kann ich euch ein bisschen auch meine Sachen am Roller zeigen. Ich möchte euch dort auch ein paar Dinge dann tatsächlich im Detail zeigen, wie ich was umgesetzt habe. Und auf der Fahrt dorthin erzähle ich euch ein bisschen was Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Fehlkäufen von Kameras, von Equipment, damit euch das, falls ihr auch vorhabt, euch eine Kamera zu kaufen und eure Motorvlogs aufzunehmen, damit euch Fehlkäufe erspart bleiben. Ja, viele von euch, die meine Motorvlogs von Anfang an gesehen haben, wissen, dass ich damals mit der Insta360 One R angefangen habe zu filmen. Und ich fand das damals eine ganz tolle Sache, dass du halt in 360 Grad filmen konntest, brauchtest nur eine Kamera, hattest alle Perspektiven, konntest verschiedene Ansichten zeigen in deinen Videos. Alles ganz gut und schön. Das einzige Problem war der Zeitaufwand der Bearbeitung, weil man muss die Dateien, bevor man sie in einem normalen Videoschnittprogramm bearbeiten kann, erstmal in der, ich sag jetzt mal, hauseigenen Software von Insta360 bearbeiten, dann die verschiedenen Bildausschnitte wählen, dann musste man die Dateien exportieren in einem Format, was halt ein normales Videoschnittprogramm lesen kann. Ja, und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass das Ganze halt mal eben doppelt so zeitaufwendig ist, wie schon normale Motorvlogs zu drehen. Ja, und irgendwann habe ich dann gesagt, ist nicht wirklich eine Lösung, nimmt viel zu viel Zeit in Anspruch. Auch wie gesagt, wenn es natürlich geil war. Und ja, was hinzukam, dass die Datenmengen unheimlich groß waren. Moin ihr Landratten und was geht ab? Ja, man kann ja auch mal freundlich grüßen, ne? Genau. Ja, nachdem ich mich dann von der Insta360 Grad Lösung verabschiedet habe, kam die DJI Action 2 auf den Markt. Kleine, süße, kompakte Kamera. Ich habe gedacht, das brauche ich zum Motorvloggen. Mega genial, genau das, was ich gesucht habe. Ja, dann gesagt, getan, bestellt. Ja, und dann kamen die nächsten Probleme. Weil du kannst nämlich mit der DJI Action 2 nicht gleichzeitig den Ton abgreifen über ein externes Mikrofon und sie zusätzlich mit Dauerstrom versorgen. Da habe ich mich natürlich erst mit beschäftigt, als ich die Kamera schon bestellt hatte und zu Hause liegen hatte. Ja, auch nicht das Optimale. Hinzu kommt, dass die Akkus für diese Kamera mal ebenso bei, ja, gute 60 Euro liegen. Und das war dann irgendwie auch keine Option. Ich wollte mich aber von der Idee, die Kamera zum Vloggen einzusetzen, nicht so wirklich verabschieden und habe dann mal so ein bisschen bei YouTube geschaut, ob es Motorvlogger gibt, die diese Kamera, ja, zum Vloggen halt einsetzen, und bin dann auf einen Kanal gestoßen, und zwar den Kanal von Roland. Der betreibt den YouTube-Kanal Vespa Lifestyle Aachen. An dieser Stelle erstmal ganz liebe Grüße, mein lieber Roland. Ja, und der Roland nutzt halt die DJI Action 2 auch sozusagen als Helmkamera. Und
ja, da war ich gespannt, wie er das umgesetzt hat. Der Roland greift seinen Ton direkt vom Sena ab, welches er verwendet, und nimmt sein Audio sozusagen dann nochmal mit dem Audio-Recorder auf. Ist natürlich eine Möglichkeit, war für mich aber auch nicht so die optimale Lösung. Dann bin ich dann tatsächlich irgendwann dazu übergegangen, mir als Helmkamera die GoPro Hero 9 zu kaufen, welche ich jetzt auch hier an meinem Helm verwende. Und habe dann die Action 2 im Endeffekt als Rückkamera, Selfie-Kamera, wie immer ihr es bezeichnen möchtet, eingesetzt. Und habe dann damit auch so die ersten richtigen Touren gefilmt. Wenn wir in der Gruppe unterwegs waren, hatte ich die Möglichkeit, eben nach hinten raus zu filmen, weil ich wollte halt immer zwei Kameras haben, um einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Ja, und ich denke einfach, es macht es für die Zuschauer auch ein bisschen interessanter. Halt, wie gesagt, wenn du in der Gruppe fährst sowieso, weil dann hast du einmal die Perspektive nach vorne, siehst ein bisschen, was hinter dir passiert und so. Und das fand ich halt schon immer richtig cool. Und ja, insofern war das erstmal die perfekte Möglichkeit, dann die DJI Action 2 vernünftig einsetzen zu können. Problem allerdings war, dass die GoPro Hero 9 und die DJI Action 2 in unterschiedlichen Formaten aufnehmen und ich dann auch wieder im Schnittprogramm erstmal alles zusammensetzen musste, das Ganze in einen richtigen Format umwandeln musste, in meinem Fall 16:9. Ja, was auch wieder ein bisschen zeitaufwendiger war, ein bisschen nerviger war. Hinzu kam, dass ich mir halt immer irgendwas einfallen lassen musste, damit ich die Kameras synchronisieren konnte. Und dann habe ich am Anfang immer meinen Daumen nach oben gemacht und hatte dann sozusagen einen Anhaltspunkt gehabt, ja, wie ich meinen Schnitt ansetzen musste. Das hat die Autofahrer immer sehr gefreut, weil die wahrscheinlich gedacht haben, hey, guck mal, ein freundlicher Rollerfahrer, den grüße ich mal zurück, und haben dann auch einen Daumen nach oben gemacht. Ja, und das war immer irgendwie teilweise ganz lustig, aber eben wie gesagt, auch für mich wieder nicht die optimale Lösung. Ja, somit setze ich die DJI Action 2 mittlerweile eigentlich nur noch ein, wenn ich am Vloggen bin und euch wie jetzt gleich mal was zeigen möchte. Dafür ist sie super, absolut geil zum Mitnehmen, weil sie so schön klein, kompakt ist und auch um einiges leichter ist, wie zum Beispiel hier die GoPro-Kamera. Ja, dann habe ich mir halt noch eine zweite GoPro Hero 9 gekauft, gedacht, was soll's. So, und habe jetzt sowohl als Helmkamera als auch als Selfie-Kamera sozusagen beides die GoPro Hero 9. Funktioniert super, ich bin damit mega glücklich mittlerweile. Macht mir die Arbeit auch beim Videoschneiden unheimlich einfach. Als kleines Gadget dazu habe ich mir dann die Fernbedienung gegönnt, um beide Kameras zeitgleich starten und stoppen zu können. Das heißt, ich brauche nachher im Videoschnittprogramm eigentlich nur noch die Spuren übereinander legen. Die Dateien sind gleich lang, logischerweise. Und das ist natürlich mega. Ja, als erstes zeige ich euch mal meine Aufnahme. Und zwar, ich hoffe, man kann das sehen. Ich habe mir einen Winkeladapter gekauft. Darauf ist ein Kugelgelenk, oben drauf das Schraubgewinde, um halt eine Kamera zu befestigen. Ich habe jetzt hier nochmal so ein kleines Gelenk dazwischen gemacht. Ist für mich durch den Selfie-Stick halt nochmal ein bisschen flexibler einzusetzen. Aber ihr könnt halt gerade bei der Forza diese Winkelhalterung hier vorne ganz gut anschrauben, wo die Plastikabdeckung sozusagen angebracht ist. Und das hält auch super. Genau, das Ganze habe ich dann mit Dauerstrom versorgt. Das war mir auch ganz wichtig, ebenso wie mein Handy. Das läuft ja auch über Dauerstrom. Dafür habe ich mir halt einen USB-C-Splitter geholt, der praktisch ein Signal in zwei Stromkreise aufteilt. Somit habe ich dann die Möglichkeit, auch beide Geräte mit Strom zu versorgen. Ja, dann habe ich mir den
Selfie-Stick vorne ran gemacht. So habe ich die Möglichkeit, wenn ich den ausziehe, halt auch ein bisschen nach hinten raus zu filmen. Das heißt, wenn ich jetzt Touren fahre, dann kann ich eben auch sehen, was hinter mir passiert, beziehungsweise aufnehmen, was hinter mir passiert. Macht es natürlich gerade interessant, wenn du dann halt tatsächlich in der Gruppe fährst, wo du auch so ein bisschen die anderen Fahrer siehst. Und kann den Selfie-Stick rein theoretisch auch weglassen. Vorteil ist, man kann ihn mal eben schnell abschrauben, in die Hand nehmen und dann kannst du mit der GoPro-Kamera natürlich auch mal ganz schnell was aus der Hand filmen. Ja, das ist die GoPro-Fernbedienung. Ich glaube, man kann das sehen. Momentan laufen beide Kameras vorne, hinten. Die wird hier einfach nur eingeklemmt. Zeige ich euch das hier auch mal ganz kurz. Im Endeffekt habe ich mir hier eine GoPro-Aufnahme drauf gemacht. Dann hier eine Halterung. Darauf ist, ja, das ist so ein Handyhalter, den kann man hier auseinanderziehen. Hat unheimlich Spannung drauf. Dann wird er einfach hier eingeklippt. Und dann kann man die Fernbedienung im Endeffekt einfach hier reinmachen. Hält bombenfest. Wäre auch ärgerlich, wenn nicht, weil die Fernbedienung auch mal eben 80 Euro gekostet hat. Ist aber ihre Sache wert. Ich kann hier noch verschiedene Modi einstellen. Ich kann zum Beispiel während der Fahrt einen Zeitraffer machen. Wenn wir irgendwie eine längere Tour fahren oder so, dann ist das vielleicht mal ganz witzig, daraus dann auch einen Zeitraffer zu machen. Funktioniert auch super und für mich die perfekte Lösung, um auch die Kameras zu kontrollieren. Reichweite zwischen 50 und 80 Meter. Ich kann bis zu 5 Kameras, könnte ich koppeln. Das heißt, ich habe noch Luft an meinem Roller. Ja, ich muss sagen, dass es natürlich nicht unbedingt für jeden Motorblogger die perfekte Lösung gibt. Das will ich an dieser Stelle auch gleich sagen. Ja, meine Lösung wird wahrscheinlich auch nicht perfekt sein. Für mich aber die optimale Lösung aufgrund der Beschaffenheit meines Helms. Das Schwierigste ist, glaube ich, immer irgendwo eine Stelle zu finden, wo man die Kamera vernünftig positioniert. Im Idealfall macht man das natürlich, so wie ich es gemacht habe, möglichst in der Mitte vorne. Ist aber nicht bei jedem Helm möglich. Eventuell hast du vorne die Belüftung oder der Helm, der läuft zu spitz zu, dass man halt kaum eine Möglichkeit hat, da was zu befestigen. Aber auch da habe ich eine Lösung. Ja, wie ihr seht, ich habe hier meine GoPro-Aufnahme angebracht. Und zwar habe ich die festgeklebt mit Suku-Kleber. Das ist eine Modelliermasse von Tesa. Die kann man eine halbe Stunde kneten, das ist eine Knetmasse, dann aufbringen und dann muss das Ganze für 24 Stunden durchtrocknen und dann hält diese Aufnahme bombenfest. Der Vorteil ist, dass es auch bei Spitzenhelmen geht, da muss man halt nur ein bisschen mehr Knetmasse verwenden und kann sich praktisch eine gerade Auflagefläche schaffen, um dann hinterher die GoPro-Aufnahme zu befestigen. Ja, meine GoPro-Halterung als solches sehr simpel. Ihr habt hier einmal die ganz normale Halterung. Ich musste mir noch eine Zwischenlösung einfallen lassen. Ich habe mir hier noch ein Gelenk eingebaut, so dass ich die Möglichkeit habe, die Kamera perfekt auszurichten. Weil bei meinem Helm vorne die Belüftung sitzt und wenn ich die Kamera tiefer angebracht hätte, dann hätte es mir halt die Belüftung verdeckt. Das ist natürlich kontraproduktiv. Und insofern ist das hier so meine perfekte Lösung. Hab dann die Möglichkeit, die Kamera wirklich so einzustellen, dass sie, wenn sie jetzt auf dem Helm sitzt, so würde sie ja praktisch an meinem Helm sitzen, bei meiner Position, dass sie dann auch perfekt nach vorne ausgerichtet ist. Die Halterungen kosten nichts, also es gibt so Zubehörkits, da kann man mal gucken, bei Amazon zum Beispiel, liegen dann irgendwie bei 10 Euro rum, halten Bomben fest. Und ich habe das einmal für mich eingestellt, habe die Schrauben danach gezogen mit einem Werkzeug, dass ich da auch nichts mehr verstellen kann. Und so ist das für mich halt perfekt. Ja, bei den GoPro-Kameras ist es so, wenn ihr die Kameras, so wie ich, zum Vloggen verwenden möchtet, das heißt, wenn ihr auch mal was sprechen möchtet während der Fahrt, kommt ihr nicht umhin, euch einen Media-Mod zu besorgen. Da ist es auch ziemlich egal, welche GoPro-Kamera ihr kauft, ob es jetzt eine alte ist, eine GoPro Hero 4 oder wie jetzt in dem Fall die GoPro Hero 9. Ihr braucht definitiv einen Media-Mod, um ein externes Mikrofon anschließen zu können.
Das ist der einzige Nachteil an der GoPro-Kamera, weil GoPro damit richtig Geld verdient, weil zum Beispiel dieser Media-Mod nochmal mit 80 Euro zu Buche schlägt. Ihr könnt dann hier zum Beispiel das externe Mikrofon anschließen. Ihr habt die Möglichkeit, hier über USB-C zu laden oder eben auch die Kamera mit Dauerstrom zu versorgen. Und es gibt noch die Möglichkeit, hier über einen Micro-HDMI-Ausgang einen externen Monitor anzuschließen, was jetzt fürs Motorvloggen natürlich nicht so erforderlich ist. Ja, und dann wird die Kamera im Endeffekt einfach nur hier vorne eingeklippt. Der Gummipinöppel hier unten, das ist nochmal so eine Sicherung von GoPro drauf gemacht. Und dann ist eigentlich die Kamera als solches schon einsatzbereit. Das Schöne bei den GoPro-Kameras ist, wenn ihr ein externes Mikrofon verwendet und jetzt zum Beispiel nur eine Kamera verwenden wollt, könnt ihr die Kamera auch per Sprache steuern. Klappt wunderbar. Ihr braucht dann nur zu sagen, ne, Aufnahme starten, Aufnahme stoppen. Funktioniert super und könnt dann praktisch, ohne euch auf die Kamera zu konzentrieren, auch gleich anfangen zu sprechen. Ja, das sind einmal meine beiden Kabel, und zwar einmal das für das externe Mikrofon. Wie gesagt, wird vorne in die Kamera eingesteckt, beziehungsweise in den Media-Mod. Hier das Anschlusskabel für meine externe Stromversorgung, weil ich keinen Bock hatte, auf größeren Touren immer den Akku zu wechseln, habe ich meine Kamera mit Dauerstrom versorgt. Das Ganze habe ich einfach gelöst, indem ich mir hier eine Powerbank rangeklettet habe. Die wird einfach nur festgeklettet. Das heißt, wenn ich sie nicht verwende, kann ich sie einfach abmachen. Und ich habe so die Möglichkeit, tatsächlich, wenn wir Touren fahren, mit einer Powerbank wirklich komplett die ganze Tour aufzunehmen und brauche nicht einmal den Akku zu wechseln. So, sorry, wenn ich jetzt mal mein Handy mit zur Hilfe nehme. Ich möchte euch jetzt so ein bisschen was über die Einstellungen zur GoPro sagen. Ich filme am Tag im 4K-Format mit 16:9 bei einer Framerate von 30 FPS. Das Farbprofil in der GoPro-Kamera habe ich als flach eingestellt, weil mir die Farben von der GoPro einfach immer total übersättigt sind. Mir das persönlich nicht gefällt. Das mache ich dann lieber im Videoschnittprogramm, dass ich die Farben dann nochmal ein bisschen nachbearbeite. Die Schärfe lasse ich auch auf Mittel, das ist ein guter Wert. Dann wirkt das Bild immer noch natürlich, aber eben wie gesagt nicht zu überschärft. Die ISO lasse ich im Automatik laufen, allerdings nur in einem Spielraum von ISO 100 bis ISO 800. Das reicht dann auch mal aus, wenn es ein bisschen dunkler wird, ihr mal durch einen Tunnel fahrt, habt dann immer noch ein gutes Bild. Und wie gesagt, das reicht am Tage völlig aus. Den Shutter Speed habe ich auf Automatik stehen. Das Objektiv ist linear mit Horizontausgleich. Das heißt also, der Horizont als solches bleibt immer gerade, was auch eine tolle Sache ist. Und die Bildstabilisierung habe ich auf gering eingestellt. Ihr seht das ja bei mir in den Videos, so gut wie keine Wackler drin. Da ist die GoPro-Kamera wirklich super. Anders ist es allerdings, wenn ihr nachts fahrt. Da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr die Kamera voreinstellt, und zwar im manuellen Modus. Auch da filme ich im 4K-Format mit 16:9 bei einer Framerate von 30 FPS. Farbprofil und auch die Schärfe lasse ich so eingestellt, halt mittel in der Schärfe und das flache Farbprofil. Aber worauf ihr achten müsst, dass ihr euch die ISO fest einstellt. Ich für mich habe festgestellt, dass ich mit einem Wert von ISO 800 unheimlich gut fahre. Das reicht für die meisten Lichtsituationen völlig aus. Den Shutter Speed müsst ihr manuell runterregeln auf 1:30. Und was ihr unbedingt ausmachen müsst, ist die Bildstabilisierung. Weil damit kommen die GoPro-Kameras, aber auch die DJI Action 2 hier in der Nacht nicht klar. Das heißt, ihr habt dann, wenn ihr die Bildstabilisierung anlasst und ihr fahrt irgendwie über einen Huckel, wo die Bildstabilisierung halt greift, habt ihr halt immer so ein leichtes, verwaschenes
verschwommenes Bild. Und das möchte man nicht haben. Die ganzen Videoeinstellungen, so wie ich sie jetzt getroffen habe, könnt ihr euch unter einem Link zu Google Drive in meiner Videobeschreibung herunterladen. Da habe ich nochmal eine kleine PDF zusammengestellt mit meinen GoPro-Einstellungen. Und wer das mal ausprobieren möchte, ob er damit klarkommt, darf da gerne drauf zurückgreifen. Ja, ansonsten möchte ich sagen, dass ich mit den beiden GoPro Hero 9 Kameras mittlerweile mega zufrieden bin. Sie sind unheimlich zuverlässig. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr euch eine Speicherkarte kauft, die halt eine schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeit und ihr nachher keine Bildaussetzer habt, weil das wäre natürlich ärgerlich, wenn ihr eure Touren filmt und ihr habt da halt immer irgendwie Ruckler im Bild oder so. Möchte man natürlich auch nicht haben. Ansonsten kann ich nur jedem ans Herz legen, filmt eure Touren, nehmt das auf, es macht unheimlich viel Spaß. Man muss nicht gleich mit zwei Kameras anfangen. In der Regel, viele reichen ja auch die Kamera wirklich, wenn sie die am Helm haben. Und wer sich keine Kamera an den Helm bauen möchte, hat sicherlich auch bei seinem Roller, auch wenn jemand keine Forza fährt, die Möglichkeit, sich vielleicht über diese Lösung halt auch nochmal eine Kamera irgendwo vorne anzubauen. Wie gesagt, es gibt auch noch andere Lösungen natürlich. Das ist jetzt meine Lösung für mich im Endeffekt perfekt. Und es macht mir unheimlich viel Freude. Übrigens möchte ich auch an dieser Stelle erwähnen, also ich kriege kein Geld dafür, dass ich das hier irgendwie vorstelle oder anpreise. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die GoPro-Kameras wirklich zuverlässig arbeiten. GoPro ist nun mal, ich sag jetzt mal, der Hersteller an Action-Kameras, welche die meisten Erfahrungen haben. Und das hätte ich mir am Anfang schon eigentlich zunutze machen müssen. Und dann hätte ich tatsächlich viel Geld gespart. Ja, apropos Geld, das ganze Video-Equipment, was ich hier so benutze, hat natürlich auch was gekostet. Ich habe, glaube ich, so alles in allem um die 1200 Euro ausgegeben. Ist natürlich auch Geld, was man erstmal überhaben muss für sowas. Allerdings setze ich meine Sachen auch noch woanders ein, also für mich war das dann in dem Sinne okay. Man muss sich das Ganze ja irgendwie auch schönreden. Aber es ist schon Geld, ne? Ja, alles, wie gesagt, was ich verwende, das verlinke ich euch hier unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Solltet ihr zwischendurch noch Fragen haben, die offen sind, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Wird auch in der Regel immer schnell beantwortet. Ihr habt auch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Die E-Mail-Adresse blende ich euch hier oben nochmal ein. quasiontour1@gmail.com, so rum. Genau, und auch das werde ich dann beantworten. Was ich euch jetzt in diesem Video noch nicht gezeigt habe, das ist meine Drohne. Es kommen ja in meinen Motorvlogs auch immer mal wieder meine Drohne zum Einsatz. Und auch dazu möchte ich euch noch ganz kurz was erzählen. Mittlerweile verwende ich die DJI Mini 3 Pro. Kleine kompakte Drohne mit einem Gewicht von unter 250 Gramm. Ganz tolle Drohne. Ich blende euch auch hier mal ein paar Sachen ein, die ich damit gemacht habe. Einiges davon werdet ihr auch noch in meinen Tour-Videos sehen, die bis jetzt noch nicht online sind. Wer sich eine Drohne kaufen möchte, sich dafür interessiert, sollte wissen, dass man natürlich sich zwar eine Drohne kaufen kann, aber nicht sofort damit gleich in die Luft gehen kann. Weil mittlerweile sind die Drohnengesetze so scharf geworden, und damit sind einfach gewisse Auflagen verbunden. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen müsst, wenn ihr euch eine Drohne kaufen wollt und damit fliegen wollt: Ihr müsst euch einmal als Drohnenpilot beim Bundesluftfahrtamt registrieren.
Dann bekommt ihr eine Registrierungsnummer. Das dauert in der Regel ein paar Tage. Und diese Registrierungsnummer muss dann sichtbar an der Drohne angebracht werden. Und ihr braucht dringend eine Drohnenhaftpflichtversicherung. Das heißt, wenn was passiert, dann müsst ihr dafür versichert sein. Je nachdem, für was man sich interessiert beim Thema Drohnen, gibt es natürlich auch noch andere Auflagen, sprich Kenntnisnachweis, Drohnenführerschein. Viele, die von euch meine Videos schon gesehen habt, wissen, dass ich ja professionell fliege. Das heißt, ich habe sowohl Kenntnisnachweis als auch den Drohnenführerschein. Darf also auch größere Drohnen fliegen. Aber ihr müsst euch da wirklich bitte schlau machen. Also nicht einfach kaufen, sondern befasst euch wirklich ein bisschen mit den Gesetzen. Die Strafen, wenn ihr einen Verstoß begeht, können wirklich empfindlich sein. Und ihr kennt alle den Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und wenn wirklich mal was passieren sollte, kommt ihr aus der Nummer nicht raus, wenn ihr nicht irgendwie rechtskonform unterwegs gewesen seid. Das wirklich nur mal so als kleinen Tipp am Rande. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch mit diesem Video. War wie immer schön, dass ihr dabei wart. Oh, schaffe ich die Ampel noch? Ja, komm, die schaffen wir noch. War schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr könnt euch aus dem Video ein bisschen was für euch rausziehen. Solltet ihr noch Fragen haben, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare oder mir eine Mail. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das macht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Kasi.